Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt auf Hirnsturz, und zwar diesmal mit The Luster, Crown of the Magister, einem Strategie-Adventure, ein RPG, was am 3.9. in die Kickstarter-Kampagne geht. Da könnt ihr das Ganze unterstützen. Link zur Kickstarter-Kampagne werde ich in die Videobeschreibung packen. Wir spielen hier die Pre-Alpha-Demo, die 006, und ich habe gerade ein bisschen reingespielt. Man muss dazu sagen, dass ich mit dieser Art von Spiel überhaupt nichts am Hut habe. Also normalerweise taktische Strategiespiele, ne? Aber es ist so gut gemacht und sieht so gut aus, dass ich euch das unbedingt mal zeigen wollte. Die Musik ist ganz schön laut und dominant. Wir starten mal in die Aufnahme, beziehungsweise machen hier ein neues Spiel und gehen nach Telema. So these are the ruins of Telema? Just as the Chronicles describe them! Imagine the wonders that await us inside! Don't forget, we're here to help the scavengers. And get rich, right? Help the scavengers and get rich. You're all hard, aren't you? That must be their camp over there. Come on, let's go. So. Hauptsache wir werden reich, Abenteuer, völlig egal. So, das Tutorial erklärt jetzt so ein bisschen die grundlegende Steuerung. Ich klicke da mal so ein bisschen drüber. Man kann halt hier einen Rahmen drum ziehen, man kann die Leute bewegen. Das ist praktisch die Ansicht von oben. Und wir gehen jetzt erstmal zu dem Lager. Mit den Siedlern, denen wir praktisch helfen sollen, und werden uns hier einen kleinen Dialog angucken. Who goes there? Friends. Ronald sent us. Where is he? Resting. He was in pretty bad shape. But he'll be okay. He said you need help. We did. If only you'd come sooner. So, jetzt können wir uns hier entscheiden. Was denn passiert? We came as soon as we could. What happened? We know. And thanks. Deck here is upset. That's all. I can speak for myself, thank you. He thinks we should have left with Runnel. Instead of waiting here for the orcs to kill us? Absolutely. I think we should have left. We can't leave Hector in there. He's dead, Lena. Dead. It's too late. You don't know that. Okay, die haben also einen ihrer Gefolgsleute irgendwie unten vergessen oder zurücklassen müssen, sagen wir es ja mal so. Amazing. Ja, total fantastisch, dass ihr ihn zurückgelassen habt. Wir werden euch helfen. It's all right. We're here to help you. All right. What did Runnel tell you? Just that his team needed help. Nothing else. We were scavenging in the ruins. Orcs. And there's a whole tribe in there. It was just a raiding party. We fought them off. But they killed some of our people and dragged Hector off. And we've just been waiting here for them to come and finish the job. They haven't done that yet, though. Well, you're right about your friend. He must be dead by now. We don't know that. There's always hope. Hope? Those orcs had him for dinner the first night. I don't know. They took him alive after all. So they wanted to keep him fresh. Orcs are orcs. Ignore them. So, we just need to go in and find Hector. Yeah, good luck with that. Why is he so angry? He and Hector don't exactly get along. But he's one of our crew, and I won't leave anyone behind. We gave our word to your leaders. We will get Hector back. Thanks. Do you need food? You think we'll be away for that long? You can never be too careful. That's the law of the Badlands. We can spare some if you need it. We have more than we need for just the two of us. Are you serious? You're giving away our food? They're risking their lives for us, Deck. For Hector. We can starve, apparently. Also es sind jetzt sehr viele Dialoge hier im Spiel, und das Spiel soll auf jeden Fall auch in Deutsch kommen, zumindest deutsche Untertitel bekommen. Sie bieten jetzt an, uns Essen zu überlassen, aber er meint halt auch, sind wir denn so lange unterwegs? Und wir können uns jetzt entscheiden. Also, sie ist hier die gute Seele anscheinend. Sie sagt, nee, komm, behalten wir das Essen, wir werden schon was finden. Wir nehmen das Essen, und er ist so ein bisschen forsch. Der sagt ja auch, ich will reich werden und so weiter. Wir sagen, you're right. Keep it. We'll survive. We'll be back in no time. If not, you'll have enough to eat. Don't look at me. Just one day of food, Deck. All right, take the damn food. We should get moving and find your friend. Thanks, and good luck. Ja, vielen Dank. Also, wir kriegen hier so ein bisschen Unterstützung von dem einen, von dem anderen nicht, und sollen jetzt in die Ruinen gehen.
Jetzt erklärt er, wie das Tutorial funktioniert, dass man, was man, wie man tragen kann und so weiter. Man kann hier im Tutorial hingehen und halt anzeigen, wir haben entweder 20 Plätze, die wir belegen können, oder bis zu einem Gewicht von 30 LBS, also Pfund, das können wir tragen. Das entscheidet halt das, was wir einpacken. So, jetzt können wir hier was looten. Und jetzt kommt hier so ein kleines Tutorial. Ne, es wird gar nicht erklärt, das war glaube ich vorhin. Also Geld können wir nehmen, dann haben wir hier ein Schwert. Wir können jetzt die einzelnen Charaktere hier durchgehen, aber ich bin das schon mal durchgegangen. Es bringt eigentlich nichts, dieses Schwert auszutauschen. Viel mehr Schaden macht es glaube ich nicht. Sie hat ihren Stab, sie ist ja eine Zauberin, er hat einen Bogen und ein kleines Schwert. Schaden von, ein Dolch, einen Schaden von 4. Das lassen wir auch mal so. Sie hat eine Keule mit einem Schaden von 6. Ich glaube, dieses Schwert hier hat auch nur einen Schaden von 6. Wenn man die Alt-Taste hält, kriegt man ein bisschen mehr angezeigt, wie viel wert es ist und so weiter, ob es sich lohnt mitzunehmen. Ja, braucht man nicht wirklich. Pfeile können wir noch mitnehmen. Sie hat eine Armbrust, da brauchen wir es nicht. Er hat auch eine Armbrust, brauchen wir es nicht. Er hat Pfeile, 20 Stück. Deswegen würde ich sagen, packen wir die in den Rucksack und nehmen die mit. Und die Fackeln können wir auch mitnehmen. Nehmen wir auch noch welche mit. Alles klar, unser erster Loot. Ich finde die Grafik sehr schön gemacht, muss ich sagen. Also hier so diesen Unschärfe-Effekt, wenn man was in der Kamera hat oder sowas. Auch hier unten die, die Zweige, beziehungsweise von diesem Pfahn hier und so weiter. Ich mag unheimlich den Grafikstil und auch das cleane Interface. Finde ich wirklich gut. So, dann lass uns mal in die Tiefen gehen und nach Hector schauen. Den sollen wir ja befreien. Ab in die Dunkelheit. So. Jetzt wird erklärt, wie man die Kamera bewegt. Mit der rechten Maustaste kann man das hin und her drehen. Man kann raus und rein zoomen und sieht die Gruppe halt von oben, wie man es halt in den meisten Strategiespielen kennt. So, jetzt können wir hier rüber. Das kann einbrechen. Hier können wir praktisch, hier ist ja schon rot markiert. Wir gucken mal, ob wir hier rüberkommen. Ob das was bringt. Aber ich glaube nicht, oder? Ne, da geht es nicht weiter. Das bringt gar nichts. Hier ist eine Leiter, hier geht's hoch. Okay, anscheinend ist das Einbrechen vorprogrammiert. Probieren's mal. Okay, also wir werden jetzt fallen. Wir haben 27 Sekunden Zeit, einen Schwebezauber zu wirken. Dass er da nicht zu hart aufkommt. Und jetzt können wir ihn hier wieder zurückschicken. Jetzt müssen wir einfach hier einmal quer rüber. Und dann können die da über diesen Abgrund hüpfen. Ich habe es schon mal gespielt. Die Demo ist, boah, ich weiß nicht, wie lange wir gespielt haben, dreiviertel Stunde lang oder sowas, würde ich mal sagen. Ist auch auf irgendwie eine Stunde, haben sie es, glaube ich, begrenzt, so hieß es. So. Und weiter in die Tiefen. So, dann gibt es hier so Equipment-Shortcuts. Die sind hier, da kann man halt entscheiden, was man in die Hand nimmt. Der hat zum Beispiel ein Schwert und ein Schild jetzt in der Hand. Er könnte wechseln auf eine Armbrust und er könnte eine Fackel in die Hand nehmen. Dann nimmt er halt sein Schild runter. Also damit wir halt ein bisschen Licht haben. Das wird er gleich auch nochmal erklärt mit dem Licht, dass hier relativ dunkel wird. So, unser erster Kampf. Lecker Spinnen sind an den Wänden. Ich habe den Ton extra ein bisschen lauter gemacht, weil ich die Orchestermusik im Hintergrund ziemlich gut finde. So, er kann jetzt angreifen. Er macht jetzt hier einen Attack auf die Spinne. Und trifft einen Schaden von 6. So, mehr kann er eigentlich nicht machen. Er hat eine Nahkampfwaffe. Er kann jetzt sowieso in dem Moment nicht angreifen. Wir können jetzt hier auf die Armbrust wechseln und auch hier hochschießen. Naja, Schaden von 2 ist ja übersichtlich. Ich glaube, wir wechseln wieder auf die 2-Handschwert zurück und machen die Runde zu Ende. Sie kann zaubern. Ein Feuerstoß. Das probiere ich jetzt mal. Wir müssen jetzt das Ziel auswählen. Wir können es auf 3 verschiedene Ziele wirken. Also ich kann es ja mal zeigen. Wir gehen hier hin. Wir gehen dahin. Und dahin. So, 2 Spinnen haben wir damit erledigt. Eines noch im Leben. Ende. Jetzt ist die Spinne dran. Man sieht es hier oben auch in der Reihenfolge, wer als nächstes dran ist. So, dann bewegen wir sie mal.
und wirken hier irgendwas, was brennt. Das ist ziemlich gefährlich, das Ding. Das lassen wir mal. Aber wir schießen einfach hier nochmal drauf. Das war schon Leichenschändung. Aber wir haben gewonnen. Sehr schön. So, wir können weiterziehen. Das ist ganz schön duster. The orcs are here. Looks like we can sneak around. Even me? Probably. Did you see Hector? Not a trace. We should attack. We have the element of surprise. But what if Hector's down there too? I hear some orc tribes can be bartered with. Not these orcs. Ich finde, er hat ein bisschen was von Schwarzenegger, unser Hauptkämpfer hier, der Garad. Okay, also er erklärt jetzt, dass wir in einen, in einen Caution-Modus gehen können, also in einen Aufmerksamkeitsmodus oder beziehungsweise einen Schleichmodus. Und dadurch sind wir wesentlich leichter. Wir sind leichter. Das sind wir auch gleich. Leichen, wenn wir nicht aufpassen. Und wir können jetzt praktisch uns hier anschleichen und an denen vorbeisneaken, sozusagen. Hier sehen wir die Leute stehen. Im Moment ist noch kein Kampf, also es ist noch Echtzeit. Wir könnten jetzt aber zum Beispiel hier den Stein nach unten schieben. Damit wird aber der Kampf ausgelöst, weil ich meine, in dem Moment, wo wir das auf den draufwerfen, ist ja erstmal Feierabend, ne? Aber wir sneaken jetzt erstmal weiter. Da unten ist noch eine Kiste, das ist gut. Wir müssen leise sein. Hier ist eine Leiter, die nach oben geht. Da stehen zwei. Ah, Kiste zum Looten. Erstmal looten, wenn der Feind in der Nähe ist. Also Geld. Crossbow Balls. Kann er mitnehmen. Eine Essensration nimmt er auch mit. Dann noch eher so ein Spinnensiegel. Die Fackeln packen wir auch ein, das passt schon. So, jetzt ist die Frage, gehen wir jetzt weiter in die Richtung nach da vorne? Oder schieben wir den Stein hier runter? Ja, mal weitergehen. Oh, schade, man hat uns gesehen. Gut, wir müssen angreifen. Er fängt an. Dann soll er hier hingehen. Kann er in den Stein klicken? Kann er nicht. Doch, kann er. Dem anderen den Stein auf den Kopf geworfen. Gut, und dann halten wir ihn hier nochmal in Deckung. Und sagen... Na, Deckung ist das nicht. Wir greifen ihn einfach nochmal an. So, ab in Deckung. Ende. So, er kann da hinten runter. Ob ich in Nahkampf gehe? Nee, ich bleib bei den Leuten hier oben. Ich werde ihn mal hier positionieren. Ich könnte jetzt auch auf die Armbrust wechseln, aber... Nee, ich warte hier. So, sie könnte zaubern. Dann geht sie mal hier vor. Und... Nee, das ist nun in der Nähe. Dann nehmen wir den hier. Und Feuer. Naja, ein bisschen Hit haben wir schon. Dann ziehen wir die wieder ein bisschen zurück. Ah, sie haben auch nur unseren Krieger entdeckt, sehe ich gerade. Die anderen sind immer noch in dem Tarnmodus. Sie wissen gar nicht, dass hier noch jemand ist. Aber gleich wissen sie es. So, und du gehst hier vor. Du kannst ja auch mal hier mit angreifen. Bumm. Den ersten haben wir. Sehr schön. Ein bisschen zurückziehen. Und Ende. Ja,
Er dürfte jetzt sicher hier hochkommen, weil die Leiter blockiert ist. Ja, die sind jetzt alle... Hä? Kann er trotzdem an ihm vorbeigehen? Sieht so aus. Okay. Dann Bogen. Der hat noch die Hälfte. Nehmen wir erstmal den. Ich glaube, ich gehe jetzt hier auf die Nahkampfwaffen. Okay. Attacke. So, den Ogre haben wir auch noch weg. Use Power, wir holen jetzt so ein paar Punkte wieder. Und attackieren ihn hier noch. Geht das? Jo. Bam, nächster Blatt. Und ziehen uns wieder ein Stück zurück. Oh ja, das darf man natürlich nicht machen. Wenn ich jetzt zurückziehe, hat er die Möglichkeit, das anzugreifen. Wir könnten uns jetzt nochmal heilen. Haben wir noch Punkte? Ich glaube ja. So. So, dann würde ich sagen... Spray Fire. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil der auf einem Bereich von 3 das Feuer verteilt. Das würde dazu führen, dass wir eventuell... Oh, ist der ausgewichen? Ja, Lunke. Dass wir jemand anders verletzen von unserem Team, wollte ich sagen. Was? Ich habe doch hinter dem gestanden. Das kann nicht der Ernst sein. Da kommt der Kollege hoch. Ei. Ach, der blockiert das. Mist. Ach, der hat da drüben gestanden. Ach, Mist. Okay, Attacke. Okay. Der ist anscheinend zu nichts gebrauchen. Was können wir denn machen? Spray auf 3. Ich probiere es mal auf den hier. Ich hoffe, ich treffe den nicht dahinter. Probier es einfach mal. Nee, das sieht nicht gut aus. Da brutzle ich meine Leute auch mit, oder? Ja. Nee, das wird nichts. Das sollten wir lassen. Haben wir noch irgendwas anderes? So, einer ist kaputt. Dann ziehen wir sie jetzt mal zurück. Victory. Nice. So, dann können wir jetzt looten. Geld, die Äxte brauchen wir nicht, sind zu schwer. Also wenn wir die mitnehmen wollten, dann hätten wir viel zu viel Kram dabei. Jetzt beide Beutel schon gelootet? Nee. Da sind nur 2 auf der gleichen Stelle gestorben, würde ich mal sagen. Jo, das war's. Dann looten wir die Kiste, die da unten noch ist.
Was ist das hier? Drink of Potion. Giant Strength. Okay. Essensrationen. Haben wir jetzt auf jeden Fall viel dabei. Wir sind noch nicht überladen. Geld nehmen wir mit. Und Pfeile. Hat er denn so viele verbraucht? 17. Jetzt hat er 20. Ich denke, das langt. Crossbow Balls. Hat er 19. Na. Hat er 20. Hier 20. Und sie kann gar keine gebrauchen. Und ein Schild. Plus 3. Und was hat er für ein Schild? Plus 2. Ich würde sagen, das tauschen wir direkt mal aus. So. Der Kompass sagt in diese Richtung. Also marschieren wir weiter. Da ist noch ein Beutel. Ah, da drüben müssen wir hin. So, jetzt wird halt erklärt, dass es Punkte gibt, wo man seine komplette Party zusammen haben muss, damit die halt mit dem Mr. Event praktisch weitergeht. Und jetzt haben wir hier die Tür aufgemacht. So, no Hector? It doesn't make any sense. Maybe he's further down. All right, let's keep looking. So. Es geht weiter in die Dunkelheit. I don't like this. We can climb down. It's too dark. Too unstable, too. These blocks look like they could fall at any minute. There's some kind of black oil dripping from the ceiling. Maybe we can use it to light up the place. Okay, also wir können Gegenstände anzünden, indem wir eine Fackel in die Hand nehmen. Das heißt, wir nehmen mit ihm jetzt die Fackel in die Hand und zünden hier schon mal das Feuerchen an. So, damit können wir uns hier ein bisschen Licht machen und entsprechend weiter voranschreiten. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo geht's denn runter? Hier ist so eine Liane, nenne ich es jetzt einfach mal. Können wir mit unseren Leuten dann wohl runtergehen. Hier ist nochmal was, was angezündet werden kann. Hier können wir rüberspringen. Ganz schön dunkel, aber wir sollten mal den Haufen hier anzünden. Sehr gut. So, dann kommt der Part, in dem ein bisschen erklärt wird, wie man was steuert. Dass man halt Objekte anklicken kann, wie jetzt zum Beispiel diese Säule. Und wenn ich die jetzt anklicke, wird Garrett erstmal einmal kurz gegenballern und die Säule umhauen. So, wo geht's denn hier lang, verdammt? Oh, schnell. Okay. Wir haben also schnell noch was gecastet, bevor wir da runterfallen. Das hatten wir vorhin ja schon mal. Okay, hier geht's auch nochmal runter. Da vorne ist eine Kiste. Da blinkt was. Oh, ein Rubin. Sehr schön. Ein Bogen mit 1, was ist das, 6 plus 1 würde ich mal sagen. Was hat der Bogen von ihm? Nur 6. Dann machen wir das so. Alles klar.
Hier ist ein Feld, in dem wir anklicken können. Und hier ist ein Tor. Oder ein Bodenklapp. Sieht ja aus wie ein Tor am Boden. Naja. Ich würde sagen, wir machen mal an dieser Stelle einen kleinen Break. Und wir machen das Ganze zweiteilig, das angezockt. Denn es geht noch ein Stückchen. Und ich hoffe, es hat euch bis dahin erstmal gefallen, hier in der Tiefe, in Solasta. Ein sehr schönes Spiel, geht in die Kickstarter-Kampagne, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ihr euch hoffentlich auf den zweiten Teil. Bis dahin. Tschüss.